Willkommen zurück bei F-Café. Im letzten Video haben wir euch angelogen zum Schluss. Wir haben gesagt, bis nächste Woche Sonntag. Jetzt war schon wieder 2 Wochen Ruhepause. Sorry. Aber wenn man halt keine Zeit für Videos hat, absoluten Mist wollen wir ja auch nicht hochladen. Auf jeden Fall ist es schön, dass ihr wieder dabei seid. Los geht's. Also, was wir hier machen heute, ist schnell erklärt. Wir frieren. Nein. Wir sind mitten im Herbst. Der goldene Herbst ist schon nahezu vorbei, aber trotzdem mitten im Herbst. Das heißt, die Nebelhochsaison fliegt hin. Und weil Dresden dafür einfach bekannt ist, so wunderschön im Tal zu liegen und ganz gut auszusehen, haben wir uns gedacht, machen wir doch mal ein Bild von Dresden im Tal, was wunderschön aussieht. Mit Nebel. Wir haben wieder die Kamera mit Objektiv. Diesmal das 55-210. Ich habe aufs Maximum rausgedreht, das heißt, mit der Umrechnung sind wir ungefähr bei 300 mm. Und es hätte gerne mehr sein können, tatsächlich. Aber gut, was man nicht hat, hat man nicht. Jetzt geht gerade die Sonne auf. Wir fotografieren einen Sonnenaufgang, ein Nebeltal und die klassischen Dresdner Sehenswürdigkeiten, Frauenkirche, Kreuzkirche etc. pp. Wunderschön als kleine hellgraue Silhouetten in diesem noch hellgraueren Nebel. Es sieht richtig cool aus. Es ist so schön. Oh Gott.